Wir sind hier im nördlichen Ruhrgebiet in der Stadt Herten. Und was ist in Herten? Eine Retro-Gaming-Börse in dem Dojo Kleine Drachen. Und hier ist ein kleiner Profi oder Unprofi, keine Ahnung. Nämlich der Dennis ist auch dabei. Und Training, Jung, Training, Preisboxen, komm, komm. Auf Preisboxen habe ich jetzt keine Lust. Das ist nicht so meine Sportart, die ich mache, er hingegen schon. Was haben wir hier Schönes? Eine schöne Retro-Indoor-Flohmarkt-Börse, man nennt es. Retro-In-Game-Flohmarkt-Börse. Retro-In-Game-Flohmarkt-Börse im Dojo in Herten. Ja. Und wir gucken uns ein bisschen für euch um, was hier heute alles passiert. Es ist nämlich das erste Mal, dass diese Börse stattfindet. Sie ist ein Erfolg, haben wir schon ein bisschen gehört. Ja, also es war von Anfang an voll hier drin. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist das schon ein bisschen leerer geworden. Aber ihr seht es nachher alles im Video. Es ist auf jeden Fall cool. Genau, schöne Stände, nette Leute. Und wir nehmen euch einfach mit, wieder wie immer, auf die Reise, auf diese wunderschöne Börse. Und vorher verprügeln wir den Christel ein bisschen. Komm, komm her. Nein, nein. Achso, wenn ihr noch mehr von der Börse wissen wollt, guckt bei uns bei Spotify. Da haben wir einen schönen Quickie. Ah ja, Apple Podcasts haben wir auch. Und jetzt muss ich schnell weiter.